Teilen und Kommentaren. Also, wir haben deine Leistungen schon kontrolliert. Naja, also, wie gesagt, die Quantität. Aber schauen wir auf die Qualität. Es ist so, dass wenn ich nie einen Fehler mache, dann ist die Leistung oder die Linie, die meine Leistung anzeigt, grün. Wenn ich ein oder zwei Fehler mache, dann wird sie orange. Wenn ich mehrere mache, wird sie rot. Rot? Ja. Ich erinnere mich noch genau, wie sie diese Screens über unseren Köpfen angebracht haben, so dass jeder einzelne von uns die Leistung des gesamten Teams sehen konnte. Was passiert mit diesen Kommentaren, mit den ganzen Inhalten, die ja gelöscht wurden? Wo waren sie alle hin? Naja, also erstmal werden sie einfach nur gesperrt. Dann schaltet sich ein Prüfer ein. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann wird es sofort wieder online gestellt. Wenn der Prüfer mir aber zustimmt, dann bye bye. Dann ist das Video, wird es aus dem Netz genommen und man kann es auch nicht mehr auffinden. Gibt es aber ein Archiv oder eine Art Speicherung? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin ja nur dafür angestellt, um die Videos mir anzusehen und sie dann zu bewerten. Was danach passiert, darauf habe ich keinen Einfluss. Aber die User können ihre Inhalte immer wieder hochladen und posten, oder? Ja. Ja, und das ist das Frustrierende an dem Job. Weil egal, wie oft ich ein Video lösche, das kann immer wieder auftauchen. So wie ein Video von einer Exekution, was 10-mal von 10 verschiedenen Menschen hochgeladen wurde. Und dabei konnte ich wirklich schwer feststellen, ob das jetzt 10-mal die gleiche Person war, die es ins Internet gestellt hat, oder 10 verschiedene User. Da sieht man einfach ganz klar die Grenzen unserer Arbeit. Auch wenn eine Person zum 3. Mal gestrikt wurde und sie praktisch schon gesperrt ist, kann sie sich immer wieder mit einem neuen Account anmelden. Wie lange ist eine Schicht? 8 Stunden. Das heißt, wenn du um 22 Uhr anfängst, also 10 Uhr abends, dann... Bin ich um 7 fertig. Morgens. Ja. Aber das sind 9 Stunden. Ja, wir haben eine halbe Stunde Mittagspause und 2,15 Minuten. Zwei Pausen? Wir haben eine 8-Stunden Schicht. Ja, und das Schlimme ist, dass man sich die Pausen nicht aussuchen kann. Also wann sie stattfinden. Und das ist manchmal super schwierig, weil wenn du etwas gesehen hast, was unerträglich war und du eine Pause brauchst und raus musst, durchatmen, dann kannst du nicht einmal das Fenster öffnen. Was machen wir diese 8 Stunden mit dir? Also am Anfang muss ich erstmal gegen die Müdigkeit ankämpfen, weil es spät ist und man alleine arbeitet. In der Regel arbeiten nachts weniger Leute. Ja, es sind auch weniger Manager da. Also heißt es auch weniger Druck. Wenn du nachts arbeitest, ist das alles sehr still. Du sitzt vor deinem Computer. Unter diesen Umständen ist es viel schwieriger, dir diese Videos anzusehen.